in der Spitze, Momo eher etwas die Stoßspitze, das Zentrum nicht wieder zurück nach seiner doch langen Erkrankung, auch ein Durer auf halb rechts und mit Maho und Valenzuela über die Außen. Also ein 3-4-2-1 System bei Ballbesitz geht sie, rutscht dann Valenzuela in diese Vier. Morandi. Laufduell gegen Ziegler, die Flanke, die ist gut und dann steht es 1-0. 12. Spielminute, Hayao Kawabe. Die Zeit, sich hinten zu positionieren und dann wird es natürlich Ballbesitz. Ziegler. Wieder Seko. Noch nicht ganz integriert in das Offensivspiel von Gizze. Guter Ball jetzt in Richtung Bolla. Die Abwehr und hofft, dass dann ein Zelar oder ein Botani drankommt. Aber das ist. Gut schreiben lassen. Bei der 2-3 Niederlage gegen Sion. Und Tadaschow macht auf sich aufmerksam. Gut gemacht und findet auch Morandi. Jetzt hat Kawabe viel Platz. Kawabe 2-0 geht sie. Spielminute und GC erhöht auf 2-0. Doppelpack Kawabe. Ja, gute Laune bei Jenny Wan. Noch besser wahrscheinlich die von Hayao Kawabe. Und guter Ball. Und plötzlich hat GC ein 3 gegen 2. Tadaschow auf Kawabe. Ticken zu. Versucht hier was anzurichten. So geht es aber nicht. Arrigoni mit dem Patzer. Botani. Botani. Da haben wir De Carvalho, 18-jährig. Wieder der Daschow. Kawabe. Beinschuss vom Japaner, Vorteil angezeigt. Achtung, jetzt könnte Lugano erwischt werden. Valenzuela dazwischen. Kawabe in Richtung Pušić. Laufduell mit Sabatini, aber der Uwe, den Matchwinner für Hayao Kawabe.